Neue Reisende sind in weit gereist eingetroffen. Laberkatze Tutorial? Soldo mal wieder? Komische Diebe in Grinsomi? Komisch. Heißt das, wir kriegen noch mehr Quests? Sehr seltsam. Auf jeden Fall willkommen zurück zu Miitopia. Das habe ich gerade nicht so ganz verstanden. Aber gut, weil ihr seht, wir sind ja eigentlich hier noch auf dieser Insel. Und haben noch sehr viel vor uns. Und tatsächlich gucke ich mal ganz kurz rein, was es hier überhaupt gibt. Ich würde nämlich vorschlagen, dass wir dieses Gebiet erstmal abschließen. Weil ich habe mir überlegt, ja, wir wollen doch eigentlich die Quests erstmal machen. Also die ganze Reihenfolge ist ja so, dass wir von den einfachsten Quests zu den schwierigsten Quests alles hin und her machen. Und nicht uns alles erkunden, wie wir lustig sind. Weil ich denke mal, dass die Quests schon zu 100% gehören und nicht einfach nur random existieren, um zu existieren. Ja, deshalb gucken wir uns erstmal hier alles an, weil hier sollen wir lang. Da, wo wir letzte Folge lang gegangen sind, ich weiß, da wollte ich eigentlich lang gehen, aber ich habe jetzt doch meine Pläne geändert. Ist nicht schlimm, weil das, was wir geschafft haben, ist geschafft. Das müssen wir nicht nochmal machen. Nur ist halt jetzt das Ding, dass wir jetzt woanders lang gehen. Aber ich denke nicht, dass das so schlimm ist. Ja, willkommen zurück zu Miitopia. Inakzeptabel. Oh ja. Auf jeden Fall sehr inakzeptabel, dass da einfach so ein Gegner aus der Truhe rausspringt. Ich meine, will er mich jumpscannen oder was? Das geht aber gar nicht. Das geht aber wiederum sehr dolle. Jesus kriegt ein Levelup. Aber nichts mehr. Nichts mehr und nichts weniger. Nimm du die Bonuserfahrung. Stimmt, man kriegt jetzt immer Bonuserfahrung, habe ich auch wieder ganz vergessen. Ist das schon ein bisschen her seit der letzten Folge? Ich weiß. Aber, ja, das Ding ist, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung dieses Spiel jetzt gehen wird. Ja, gut, es gibt noch eine Insel und eine Stadt. Und, keine Ahnung. Es gibt irgendwie gar keine richtige Story mehr. Ich meine, es baut ja auf nichts mehr auf. Wir gehen ja einfach nur hin und her, um halt ein bisschen hin und her zu gehen und ein bisschen zu erkunden. Ich könnte hieraus auch ein Stream-Projekt machen. Ich glaube, das mache ich auch irgendwann in den letzten paar Folgen. Jetzt noch nicht. Weil jetzt haben wir es noch gerade noch nicht nötig. Aber zum Beispiel, wenn wir halt ein bisschen leveln wollen oder so, dann kann ich daraus so ein Stream-Projekt machen. Und ja, das könnte interessant werden, finde ich. Komm, gib mal GF ein bisschen, weil sie braucht noch ein bisschen, um an die anderen ranzukommen. Von dem XP-Wert. Ja, das war ein ziemlich kurzes Level. Wenn alle doch nur so kurz wären. Ach, wäre das schön, oder? Blum. Baum. Yeah. So, ihr feiert euch wieder. Mhm. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Das denke ich mir auch manchmal bei diesem Spiel. Aber, naja. So, du machst auch nochmal ganz schnell hier ein Level up. Ah, will ich dir jetzt Essen geben? Will ich das? Ich frage mich wirklich, wie lange diese Insel geht. Vielleicht geht es ja genauso lang wie jedes andere Gebiet oder vielleicht... Obwohl, von der Länge her würde ich es wahrscheinlich vermuten wie dieses Eisgebiet tatsächlich. Was wollt denn alle haben? Ja, Superhelden-Kostüm. Dann hol dir das halt. Anziehen wirst du es aber nicht, weil... Weil... Obwohl... Hat was... Ne, es war richtig cool und so, aber ich weiß nicht. Jetzt nochmal das Outfit ändern. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne, Mike? Reißverschlussrobe. Alles okay, Mike? Hast du irgendwelche komischen Träume gehabt? Oh Gott, der Arme. Futtern wir ein bisschen, um den Schmerz zu lindern. Sudschnecken, Doppelsternchen. Diese Schnecken sind ein echtes Fest fürs Auge und den Gaumen. Ja, Mike agreed. Okay. Hat das schon jeder... Nein, hat noch nicht jeder probiert. Dann probiert es mal. Alle. Okay, nur Young Mike mag es. Na gut, dann kannst du das halt aufessen. Kein Problem, kein Problem. Das hat noch niemand probiert. Das können wir auch mal alle probieren. Na gut, ich habe nicht genug, ne? Wir werden sowieso nicht sehen, was jeder mag. Das werden wir niemals herausfinden, weil ich werde nicht für jeden einzelnen Charakter jedes einzelne Essen anbieten. Das werde ich nicht machen. Nur so viel, wie es halt gerade geht. So wie es halt gerade sieht, zum Beispiel. Aber das sollte definitiv reichen, denke ich mal.
Ich glaube, da wird es niemand drüber heulen. Wieso zeigst du nicht mehr? Nö. Einfach nö. Genau so guckt ihr dann, wenn ich dann sage, ich mache nicht 100% Essen verteilen. Richtig. Ja, reicht fürs Erste. Fürs Erste. Wir haben noch sehr viele Tickets. Aber wie gesagt, ich möchte die erst ausgeben, wenn ich richtig underleveled bin. Ich glaube, erst dann ist es auch wirklich nötig. Jesus kommt kurz raus, dann kann Freddy rein. Muss ja auch nochmal ein bisschen leveln. Abwehr durch Nahrung um den Wert 25 oder mehr gesteigert. Schön. So. Oh, das ist gar nicht mehr so lang, das Gebiet hier. Letztes Level und dann ist da oben schon unser Ziel, dieser Quest. Mhm. Aber ich sehe das Problem. Es gibt hier drei Wege, die ich alle wieder laufen kann. Und alle wieder hundertprozentig machen darf. Ist das nicht schön? Richtig, das ist nicht schön. Abgerichtet erkannt. Bam, voll ins Auge. Das war voll die coole Attacke. 1987. The Bite of 87. Oh mein Gott. Du kriegst natürlich die Bonuserfahrung. Du bist nämlich am underlevelsten von uns allen. Oh Gott, ey, das wird wieder ein riesiges Level. Aber hey, ihr habt Glück. Ich bin mal heute so freundlich und schneid das raus. Aber erstmal gucken wir, ob wir nicht auch irgendwelche Truhen finden oder so. Irgendwas finden. Bam. Also Maike ist auf jeden Fall mittlerweile richtig stark geworden. Ich möchte auch so ein kleines Main-Team haben, könnte man sagen. Ich habe ja jetzt irgendwie 10 Leute oder so. Es kommen bald noch ein paar mehr. Nicht viele. Nicht so 15 oder so. Oder weniger als 15 auf jeden Fall am Ende. Level up für Maike und Level up für Danny. Aber auf jeden Fall möchte ich mir so ein kleines, ja, wie sagt man? Ja, so ein kleines Main-Team halt machen. Mit so die 4 wichtigsten Leute. Auch so ähnlich wie die, die ich beim Endboss benutzt habe. Ne? Vom. Was? Ein Popogel? Hieß er nicht Pogel? Nee, Popogel. Hieß er nicht mal anders? Ist das nicht irgendwie eine bessere Version von dem Pogel? Popogel? Whatever? Hieß er schon immer so? Auf jeden Fall hat er eine andere Farbe. Ist bestimmt stärker. Oh, und schön heiß der Popo. Bam, bam. Warum sind die Gesichter dort hinten? Das ist nicht okay. Oh, nice. Nice, nice. Ja, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Maike wäre auf jeden Fall ein Kandidat fürs Main-Team. Fürs Main-Main-Team, sag ich mal, ne? Weil ich denke mal, wenn wir dann so in die krassen Challenges dieses Spiels rübergehen, zum Finale des Finales des After-Stories, da brauchen wir dann wahrscheinlich schon die krassesten Burschen in unserem Team. Und wir können dann nur 4 mitnehmen. Maike wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Das ist mein Punkt. Level up für Girlfriend. Weil Maike ist mittlerweile ziemlich gut geworden, würde ich halt mal sagen, ja. Und das ist das Level. Yay. Wir sehen uns wieder, wenn irgendwas passiert. Ja. Klare Freund. Alles in Ordnung, Maike? Ja, eine Banane. Danke. Yay, ich habe 2000 Leute gerettet. Juhu und juhu und juhu. Boah, das ist halt echt so toll, ne, Leute. 2000 Leute gerettet. Oh, ein Notfall. Oh mein Gott, Leute, das muss ich zeigen. Schaut mal, Igitt ist krank. Ist das nicht Igitt, dass er krank ist und Schnupfen hat und uns alle anstecken wird? Oh nein, oh, enge Freunde. Oh, das ist doch immer... Ich habe ein Geschenk für dich. Oh oh, Miku schenkt Frederick was? Was kriegt er denn? Eine Trompete! Oh, wow. Okay, das war irgendwie weird. Die ist der! Mit mir! Level 24 für Freddy! What's inside? 50 Gold. Weniger hättest du mir aber wirklich nicht geben können, oder? Yeah.
Und yeah, ich habe vergessen, die rauszutun. Aber jetzt sind sie wunderbare Freunde. Ich habe halt wirklich vergessen, die da wieder rauszutun. Ah, ja, passiert. Egal. Gucken wir mal ganz kurz, was die wollen. Wahrscheinlich kriegen die beide jetzt auch hier wieder Level Up. Yay. Yay. Ihr seid Level 6. Gut. Und Griffin mit dem Pferd Level 22 nun, oder? Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Sehr, sehr hochwahrscheinlich. Wahrscheinlicher als wahrscheinlich. Oder auch gar nicht wahrscheinlich. Doch. Yay! Ich und Mr. Gitz sind nur Level 20 zusammen und die beiden Level 16. Nice! So, endlich geschafft. Nun auf zu diesem Level. Ist hier vielleicht ein Boss? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, ganz ehrlich, was soll denn bitte sonst sein? Hier müssten wir eigentlich richtig sein. Monster, wo bist du? Tja, da lag ich richtig. Warum ich? Marley! Oh oh. Du, du, du. Marley, Alien! Du, 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 du. Junge, das sieht voll schwammelig aus. Wie es tanzt. Oh Mann. Für ganz kurze Zeit habe ich gedacht, das wäre keine Knarre, sondern ein Mikrofon in seiner Hand. Er will uns jetzt Rap Battle. Nein! Oh Mann. Was ein Game, Leute. Wait, what? Hä? Wieso das denn? Wieso das denn? Warum ist dann Mike jetzt sauer auf Freddy? So unnötig immer, aber okay. Oh, nice. No, not good. Dürfte ich alt werden, nicht alt und ranzig. Ich will gern so jung. Der Arme. Aber denen geht's ja gleich wieder besser, ne? So, du bist wieder da, du bist wieder da. Lass mal ganz kurz auf den Gegnerstatus schauen. Nicht mal die Hälfte weg. Okay, es wird so langsam ein bisschen knifflig. Ich hoffe, Freddy bald sich da. Ja, danke. So, du bist wieder jung. Jetzt rauf da! Jetzt muss ich gleich die Streu einsetzen, wenn hier jemand down geht. Das will ich doch nicht. Komm, das kriegt er doch auch ohne hin. Oh Gott, Girlfriend. Hat sich kaum geändert. Hat sich ja wirklich kaum verändert. Auch sehr interessant. Haha, erwischt. Mhm. Bam. Okay, das, bei dir war das ziemlich schnell, Girlfriend. Wie sie da einfach sitzt. Jetzt noch die andere Hand auslegen, ist genauso wie in Game. Nice. Der Boss kann doch nicht so stark sein, oder? Will denn dieses schwabbelige Alien uns antun? Ich meine, ja, es macht viel Damage, aber mehr kann es doch gar nicht. Es macht dann auch nicht so krass viel Damage. Gute Nacht. Okay. Setzt Erholung ein. Pokémon-Attacken gibt es im Real Life. Man muss sie nur richtig anwenden können. Was guckst du so? Oha. Voll eifersüchtig auf Freddy oder wieso? Na egal. Der Boss konnte nichts. Wie cool. 2011. So, Freddy kriegt die Punkte immer. Und Marley kriegt ihr Gesicht wieder. Wie immer. Bam. Fabulous. Ah, ein Sinne von uns. Du bist sogar noch stylisch, als ich dachte. Uiuiui. Danke für deine fabulöse Hilfe. Super Taler. Für Jesus Christ. Aber den wird dann nicht anziehen. Das ist so bescheuert. Egal, immerhin über die 100 Sets. Du warst so großartig, wie ich dachte. Yay, eine Quest zumindest geschafft. Das ist doch schön. Kriegen wir noch eine Kill? Nee, kriegen gar nichts. Gar nichts kriegen wir. Nee. Da wäre zu viel verlangt, ne? Blub.
Ja, ich würde gerne weiterspielen. Danke, dass du mich danach fragst. Brauchst du aber nicht. Was geht bei euch beiden ab hier? Ihr seid wieder im Level Up, ne? Okay, lasst mal sehen, welche Quest wir jetzt annehmen können. Am besten eine, die hier in der Insel ist, weil ich würde schon gerne in der Insel rechts weitermachen, um ehrlich zu sein. So, zack. Wir beide sind auch nochmal richtig hoch gelevelt. Wenn nicht sogar viel zu hoch. Oh, nicht mal ein Level bekommen. Aber schaut mal. Level 34 mit dem Pferd. Das ist schon viel. Und auch schon ziemlich OP. Aber mach mal das mal Pause hier. Wir fliegen erstmal zurück zu weit gereist. Und schauen uns die Neuigkeiten an. Ne, Toad? Neu? Naja, juckt nicht. Level 26 warst du? Mhm. Oh. What? What? Ich hab nicht gelesen. Was? Ist es unserem Team beigetreten? Das wollte ich doch gar nicht. Gucken wir erstmal weiter. Level 26 war der hier, genau. Du warst niemand. Du niemand. Oh, Aufgabe. Toriel. Hallo, ich heiße Toriel und liefere Sachen aus. Ich habe ja eine Lieferung für Venus. Das Elfendorf ist ihr Wohnung, ja. Allerdings habe ich gerade überhaupt keine Zeit dafür. Es ist nämlich eine ganz dringende Aufgabe reingekommen, ja. Könntest du diese Lieferung nicht für mich übernehmen? Liefere eine Bestellung an Venus. Jo, mach ich mal eben. Let's go. Das geht. Solche Aufgaben gehen immer sehr schnell. Die sollten wir eigentlich direkt machen. Zack, zack. Venus sollte in der Stadt sein. Ne? Sie ist doch in der Stadt, oder? Yep. Einer, ganz schnell. Wir sind aber ganz links. Gucken wir uns immer noch mal ganz kurz unsere ganzen Mies an. Ach, sind sie nicht alle wunderschön. Wunderschön. Danke für alles, was du getan hast. Wir werden über diesen Ort wachen. So ein Unglück, wie wir es erlebt haben, soll hier nie wieder passieren. Hier ein Geschenk. Das ist von Toriel. Eine Kerze. So krass fandet sie das. Da hat sich aber jemand über das Geschenk gefreut. Jetzt aber schnell zurück nach Wald gereist. Sehe ich genauso. Dir geht's gut? Ja? Gut. Mach dein Spiel schneller. Mein Gott. Dauert das lang. Komm, auf geht's. Blopp. Aber so kurze Aufgaben habe ich nichts gegen. Gar nichts gegen. Wie ist es bei Venus gelaufen? Hat dir gefallen? Ja, danke. Hier für dich. Erst dir essen. Okay, nice. Du hast auch Level 26 schwer und Level 30 schwer. Das sind nur noch drei Quests, ne? 1, 2 und 3. Wo willst du hin? Also gut, das könnte meine große Chance sein. Mit ein bisschen Hilfe kann ich schaffen. Okay, wo willst du denn hin? Ich will nur wissen, wo du hin willst. Mal kurz sehen. Der Lotussee ist die Heimat seltener Monster. Okay, dann komm mit. Let's go. Wunderbar. Machen wir dort weiter. Ich denke mal, es ist auf der... Nee, es ist nochmal ein komplett neuer Ort. Oder ist das einfach nur ein einziges Level, was schnell geht? Ich meine, können wir auch eben machen. Ah, das ist hier. Ja, aber haben wir nicht alles hier? Nope. Ein Subgebiet in einem Subgebiet. Nice. Oh, wieder so ein seltenes Pleuengebiet. Okay. Dann machen wir das ganz schnell. Vielleicht kriegen wir es jetzt schnell durch. Wahrscheinlich sind sowieso nur Pleuings die Gegner. Die sind nicht stark. Die sollten eigentlich ganz schnell down sein. Außer wir haben Pech. Nee, es sind eigentlich nur Pleuings. Na gut. Die können gar nichts mittlerweile. So gar nichts. Die sind aber viel zu stark für die Level 26 für diese Quest. I don't think so, mate. Ah, oh, mehrere Wege. War ja klar eigentlich. Aber hey, das Spiel geht schneller vorbei jetzt. Lass mich mal überlegen. Lass mich mal raten, was die letzten drei Quests sind. Ich glaube, eins davon ist noch für die Insel. Also die beste Insel erkunden. Diese Island. Dann die zweite Quest dann wahrscheinlich noch für die Stadt. Aber wir sind ja dann mit der... Oh Gott, nochmal eine Abwegabelung. Wir sind ja dann mit der Insel durch.
Und dann das letzte ist dann wahrscheinlich auch noch wieder sowas ganz kurzes irgendwo mittendrin. Das ist meine Vermutung. Ja. Wirkt wie ein kurzes Level. Ist es theoretisch auch, weil die Gegner sind sehr einfach. Level 25 mit Koch. Super. Du hast dich mit 10 anderen Mii-Charakteren angefreundet und konntest sie für dein Team gewinnen. Du hast 15 Reisen in den Wald gereist, einen Gefallen getan. Juhu. Und ein Notfall. Kein Juhu. Ja, Danny ist krank. Nicht gut. Er war in unserem Team. Babababam. Und babababam. Schön. Gibt's irgendwas anderes, was ich euch tun kann? Willst du das? Nein! Warum willst du denn das Zimmer für Freddy? Why, though? Komm, machen wir es kurz, machen wir schnell. Ich möchte nämlich eigentlich mit Mike jeden auf Level 20 bringen, ihr wisst das. Und ihr seid Level 21, ne? Ja, 21. Na gut, wenn du es unbedingt wolltest, ne? Wenn du unbedingt FNAF spielen willst, Mike, dann nimm es aber auch auf. Oder stream es. Das ist besser. Ach, verdonner. Weiß ich gar nicht, ob ich mein Pferd überhaupt noch ändern will. Ganz ehrlich, ich tendiere gerade eher so auf... Nee, kein Bock. Um ganz ehrlich mit euch zu sein. Einfach nur um ganz ehrlich mit euch zu sein. Irgendwie gerade kein Bock, es zu ändern. Ja, Jesus, dann kommt gleich wieder ins Team rein. Mir doch egal. So, machen wir kurz den hier. Und dann mache ich das Level. Offscreen. Wollte ich sagen, ist langweilig. Aber der ist nicht langweilig, der Miam-Ploing. Kriegen wir easy down, ne, Jesus? Bam! Einmal und das war's. Warum ist das Gebiet so easy? Erster Ärger, Schmollen. What's inside? Müll. Okay. Nun können wir das ja machen. Aber dieses Gebiet scheint wohl doch ein wenig länger zu sein, als ich dachte. Ich glaube, das kriegen wir heute. Nein, das Gebiet kriegen wir heute in der Folge nicht mehr hin. Weil dieses Level existiert und es drei Wege hat. Aber ich versuche es nur offscreen zu machen. Deutsch. Offscreen zu machen. So ein bisschen runtergegangen. So, ich hasse dich. Aber du hast mir ein bisschen geholfen. Ist okay. War nett von dir. Was ich sagen wollte, nach dem Level, wenn wir Glück haben, können wir uns die anderen zwei Plongs auf der Overworld schnappen. Die kann ich noch zeigen. Aber ansonsten, den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Bestrafendes Licht. Du warst nämlich the odd one. Und du musstest bestraft werden, weil du nicht grün wie die anderen bist, sondern blau. Hat sich ein bisschen böse angehört, ich weiß. Aber egal. Warum geht das so langsam? Warum geht das so langsam? Oh, nochmal so einer. Noch ein bestraftes Licht. Aber diesmal ging es daneben. Ja, gut, ne? Toll, Maike! Bam. Bam. Und bam! Wir sind halt mittlerweile so stark. Was will uns jetzt bitte noch aufhalten? Vor allem haben wir auch noch ganz viele Streuer, falls irgendwas schief gehen sollte. Also. Und wir haben noch so viele Bananen, so viele Bonbons. Wir können nicht mehr sterben. Wir können nicht mehr verlieren. Auch nicht, wenn da noch so eine Furie kommt. Ja, selbst dann können wir nicht mehr verlieren, ja. So gut sind wir mittlerweile. So krass. Das ist ein schöner Ort übrigens. Hast du das schon mal gesehen so? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Aber naja. Nö, kein Bock. Können später noch reden. Kann ich noch irgendwas zeigen? Ja. Ich kann euch noch schnell den goldenen Ploink zeigen. Falls er uns nicht entwischt. Hoffentlich entwischt er uns nicht, weil ich könnte schon ein bisschen Geld gebrauchen. Ein bisschen viel. Ja, muss schon hinschauen, ne? Ja. Immerhin guckt Jesus. Na gut.
Dann zeige ich euch noch den Rest des Levels und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wie kann das eigentlich sein, dass fast jeder krank ist?